Hallo, ist das Senior Didi? Und heute möchte ich noch mal eine Antenne bauen, eine Rahmenantenne. Jetzt will ich euch mal ein paar Bilder zeigen. Hier habe ich ja früher mal ein bisschen gefunkt und auch ein bisschen den Äther strubbelig gemacht. Und hier ist Ende der 70er Jahre, waren wir in Menden, oben auf dem Berg, und haben 11 Meter gefunkt. In Menden auf dem Berg, und da ist irgendwo so ein Segelflughafen und hier so ein Bauernhof, da haben wir Strom bekommen. Und da ist unser Klaus, der ist jetzt auch schon weit über 70 Jahre, und der hat sich eine Kubikelquad gebaut, also eine Quad mit zwei Elemente. Und die war ausgerichtet Richtung Süden. 12 Meter Masten aufgebaut, hier eine 2 Meter Antenne noch, ja. Und in dem Zelt hatten wir ein CB-Funkgerät und ein 100 Watt Brenner. Und diese Quad, ich sag euch, das Gerät haben wir einmal angemacht. Schon hatten wir direkt mit Brasilien Kontakt, San Juan. Ja, im Hochsommer, Juni rum war das gewesen. Und haben auch unsere eigenen Signale einmal um die Erde gehört, reflektieren gehört. Ja, also das war wirklich für mich ein Erlebnis, da war ich noch ganz jung. Und der Klaus hat diese Quad entwickelt aus Bambusrohr und zwei Elemente, ja, als Richtstrahler. Das ist mal so von der Vergangenheit noch. Da haben wir Field Day gemacht, ne, ein paar Tage. So, und das ist eine Antenne hier. Die sieht jetzt ein bisschen schräg aus. Die habe ich mir danach mal selber gebaut für 2 Meter. Hier habe ich noch einen Strahler oben dran gehabt, da konnte ich die mal umschalten. Horizontal, vertikal. Ja. Und auf 2 Meter hat diese Kugelquad auch richtig gut gedonnert. Und jetzt redet man oft über 6 Meter Band. Ja, ist alles freigegeben und da kann man gute Empfang machen, sowas. Aber 6 Meter Band selber, das ist nicht so ganz, ja, so vollgelaufen wie auf anderen Frequenzen, wie auf 80 Meter, aber, sondern da ist immer so Zufall, ja, Mr. Zufall unterwegs. Aber da kann man auf 6 Meter kann man richtig dolle Verbindungen machen, weltweite Verbindungen auch, ja, ab und zu mal. Ist ganz wenig Betrieb drauf, aber wenn Betrieb ist, dann ist das eine dolle Sache von ein paar tausend Kilometern. Und dafür habe ich jetzt mal eine Antenne konstruiert. Aber nicht in einer Kugelquad, sondern nur ein Element, was viele heutzutage als Delta-Lupe machen, als Dreieck, habe ich als Viereck gemacht. Das hängt oben auf dem Dachboden wie so eine Dachschaukel. So, wie eine Affenschaukel hängt da oben die Antenne jetzt schon. Die habe ich schon mal vorkonstruiert auf dem Klingeldraht. Und das ist jetzt die Frequenz hier. 50,1. 110 MHz ist die Anruffrequenz auf 6 Meter. Man sieht auch schon so ein paar Ausschläge, aber ist ja immer ganz wenig Betrieb. Da will ich jetzt mal so ein, zwei Tage mal beobachten, was da so alles passiert auf 6 Meter. Ja, das ist nicht so mein Band gewesen bis jetzt. Ich habe da auch schon mal einen Check gemacht, jetzt einen Test gemacht mit einem Amateurfunker, aber der kam hier nicht rüber, weil er zu weit weg ist. Und auch eine andere Antennenkonstruktion. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, wie man so eine Rahmenantenne ganz einfach bauen kann. Die kann man auch für 10 Meter und 11 Meter nehmen, ne? Auch für 20 Meter, aber dann sind das schon Dimensionen, die nicht so leicht zu stricken sind, ja? So, also um diesen Frequenzband geht es hier, also 6 Meter. Von 50 bis 252 MHz geht das. Von 50 MHz bis 52 MHz. Und zwischen 50 110 bis 300, so, da ist dann so SSB-Betrieb. Dann gibt es auch noch ein paar Bereiche, wo man dann FM macht und Baken betreibt und sowas, ja. Aber ich habe die Antenne jetzt ausgerechnet für 50 225 MHz. Und die zeige ich euch jetzt mal, wie man sowas selber konstruieren kann. So, heute ist zwar ein recht dunkler Tag und Beleuchtung habe ich jetzt auch nicht gerade große hier. Das will ich euch mal zeigen.
was ich hier gebaut habe. Eine sogenannte Affenschaukel habe ich mir gebaut. Das heißt also, ein Kabel geht nach oben. Das geht bis hierhin. Und hier ist eine Trennung drin. Und da ist die andere Seite des Kabels. Und das geht als Schleife hier rum. So hier hoch. Darum. Und wieder so, wie ein Viereck. Ja? Das heißt, also ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Kann sich jeder selber machen, ne? Das ist im Grunde nur Klingeldraht. Ja? Den habe ich hier, dass man das mal ein bisschen besser sieht, am Bambusstab entlang geführt. Und hier ist das Viereck offen. Ja? Und da habe ich ein Koaxialkabel dran gemacht. Das habe ich jetzt alles noch nicht verlötet, sondern ich will das erstmal genau auf Frequenz bringen. Aber so annähernd passt das schon, habe ich schon gemerkt. Ja? Koaxialkabelzuführung. Und dann hat man hier das Kabel, geht dann hier hoch. Das sieht man jetzt nicht so gut. Dann geht das hier entlang. Und geht hier unten wieder, na, ups, und geht hier wieder runter. Ja, schön ruhig bleiben, Baby. Und das ist wie ein Viereck. Ja, mal gucken, ob man das von weitem ein bisschen besser sieht. Ja, das habe ich jetzt einfach hier so runterhängen. Dann noch ein bisschen weiter zurück. Ja, so sieht man schon mal die Schaukel ganz genau, ne? Und hier oben, das Viereck, das habe ich angebunden an dünner Sehne. Also hier das ganze Viereck, das läuft so und dann wieder da zusammen. Ne? Und dann habe ich hier oben so eine Sehne gemacht, eine Angelsehne, und habe das 10 cm runterhängen, habe ich da angestrickt und da angestrickt und somit habe ich dann ein Viereck. Ein Element Quad. Ja? Und eine Quad, sagt man, ist auch eine sogenannte Antennenschleife. Ein Loop. Ich habe im Internet gesehen, es gibt viele, die das sich erbauen als Delta Loop. Bloß 6 Meter ist ja ein Bereich, der ist ja nicht ganz so groß. Ja, und deswegen empfehle ich euch, diese Antenne, dieses Quad-Element, hat auch viel mehr Gewinn. Also ein Drittel mehr Gewinn als ein Delta Loop, weil die Wirkfläche ja auch größer ist. Ne? Also man kann sagen, 1 dB Gewinn auf jeden Fall, also 0,98 sagt man in der Messtechnik. Ja, und das kann man sich selber machen. Und im Grunde, man braucht sich jetzt nie so eine Affenschaukel machen, sondern die Elemente hier, einmal so und so ist 1,51 Meter. Einmal hier ist 1,51 Meter hoch, einmal so. 1,51 Meter einmal so. Das ist also nicht recht groß. Man kann sich zum Beispiel einen Bambusstab holen. Den macht man einmal so rein. Als Kreuz. Ne? Macht man nicht so rein. Und dann kann man das auch strecken. Und an dem Bambusstab macht man sich einen Mast dran. Kann man da sogar rausschieben und drehen. Ja, bloß die haben ja fast eine Umdrehung wie. Kreisförmige Strahlung, ja, eine omnidirektionale Strahlung, weil das ist ja keine Richtantenne, sondern das ist ja nur ein Element. Wenn man jetzt zwei Elemente hätte, was ihr gerade gesehen habt, das sind dann ja dann Richtantennen, ja, die sind dann richtungsbedingt. Diese Antennen, wenn man die jetzt von hier unten anspeist, und 6 Meter, die dürfen nur auf horizontal arbeiten, horizontale Antennen, dann ist das horizontal polarisiert, sagt man, dieses Quad-Element. Wenn man das jetzt an der Seite, das Ding jetzt einmal mal so dreht und an der Seite einspeist, hat man eine vertikale Einspeise, also vertikale Ausbreitungsbedingung dann, ja? Und so ist das jetzt horizontal gestrickt. Für 6 Meter ist die Antenne gebaut. Das heißt also, was ich euch noch sagen will, also ein Quad-Element oder eine Delta-Loop,
oder eine Opplung gibt es auch, was man dann als Rechteck macht. Nicht als Viereck, so, als Quadrat, sondern als Rechteck. Das nennt sich ein Opplung, kann man auch bauen. Das sind Ganzwellenschleifen, also das ist keine Vierteldipol oder sonst wie oder ein Achtel oder eine Dreiachtel, sondern die haben einen ganzen Wellenlänge. Und diese Schleifen, Delta-Schleife, Quad-Element oder ein Oblong, die haben keinen Verkürzungsfaktor. Was viele so sagen, da musst du Verkürzungsfaktor und sonst was machen. Die haben einen Verlängerungsfaktor, die sind größer als Lambda 1. Ja? Die muss man immer ein bisschen größer stricken als die eigentliche Frequenz. Ja? Also wie man das in der anderen, mit den anderen Antennen macht. Da sagt man ja, da muss man so 0,95, 0,93, 0,94, dementsprechend wie dick die Elemente sind, Verkürzungsfaktor mitberechnen. Bei einem Quad-Element, bei einer Loop oder bei einem Oblong macht man immer einen Verlängerungsfaktor. Das kann man sich ja mal merken, ja? Ja, sieht man jetzt nicht so ganz besonders gut da oben, weil das auch Klingeldraht ist. Das habe ich aus 0,5 mm Draht gemacht. Am günstigsten wäre natürlich, wenn man sich 1,5 oder, Quadrat oder 0,2 Quadrat, ne? Also 2 Quadrat nimmt. Aber ich habe mit ganz dünnem Klingeldraht und das ausgerechnet. Berechnet wird so eine Antenne mit 304 geteilt durch die Frequenz, ja, dann kommt man immer auf diese Wellenlänge. Und ich habe das ausgerechnet, 304 geteilt durch 50 Megahertz, 225 Kilohertz, ja. Und dann bin ich jetzt auf diese Länge gekommen, auf 1,51 Meter, wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man auf 6 Meter und noch was, ne? Also ist es 6 Meter Antenne. Bloß wie gesagt, so eine Schleifen, so eine Loops, ob das Delta Loop ist oder ein Quad oder ein Oblong, es gibt auch Ringförmige, gibt es auch. Die berechnet man immer mit einem Verlängerungsfaktor, dass euch das mal einspeichert, ja? So, das habe ich jetzt erstmal alles nur so improvisorisch hier aufgebaut, auf ganz schnell. Der Test mit dem Funkamateur hat leider nicht geklappt, weil er zu weit entfernt ist und seine Antenne ist auch eine ganz anders gepolte. Hat leider nicht geklappt. Aber für mich war das interessant mal, auf ganz schnell, das war innerhalb von einer Stunde, habe ich mir das Ding zusammengestrickt hier. Ja. Und wie gesagt, bis dahin sind 75 cm, hier ist es offen. Bis dahin sind 75 cm, sind also gar nicht 75, sondern 70,5, ne? Und da ist dieselbe Länge, aber im Ganzen, oben in der Horizontale auch wieder, da wieder runter auch. Ja, und somit haben wir ein Viereck, da ist ein sogenanntes Quad-Element und hier ist der Anschluss, der Koaxialanschluss. Ja? Das heißt also, die Seele ist hier angeschlossen und die Masse oder die Abschirmung ist auf der anderen Seite angeschlossen. Da hat man ungefähr so ein 1-2 cm hat man da Luft zwischen. Ja? Und ansonsten ist das ringsrum ein Draht. Und somit hat man eine richtig effektive Antenne. Also diese Antenne ist effektiver als eine Loop, als eine Delta Loop. Ja? Sondern das ist ein Quad-Element. Oder eine Quatschschleife, sagt man auch. Ja. Mal gucken, ob wir das da oben noch sehen hier. Da sieht man schlecht, ne? Weil ich da jetzt nicht das Licht für habe. Ne? Da oben geht das Ding dann her. Dann ist das also wie so ein Viereck. Ja, und so ein Ding kann sich jeder auch ganz schnell selber bauen, ne? Machen wir das mal von dieser Seite, vielleicht sieht man das ein bisschen besser. Da sieht man auch nicht so ganz gut. Ne? Aber
Der Sinn der Sache ist, glaube ich, verstanden. Ja? Und wer ein bisschen Platz hat, also wie gesagt, das ist nicht viel. Ne? Also 1,50 Meter ist ja nicht viel im Grunde. Ne? Ja? 1,50 Meter, 1,50 Meter, 1,50 Meter, 1,50 Meter. Und dann kann man sich das jetzt, so wie ich das mache, entweder aufhängen als Affenschaukel, das Viereck. Oder aber man kann sich hier ein Kreuz reinmachen aus Bambusstäbe. Und dann auch dasselbe hier umspannen. Ne? Dann hat man ein Quad-Element. Dann kann man sich hier einen Stab in den Kreuzen, dann einen Stab hier runter machen. Aber auch aus Bambus, nicht aus Metall, ja. Und kann das Ding dann im Garten aufstellen. Ne? Masten drunter noch. Da hat man eine schöne, richtig dolle Antenne. Also die haben wirklich gut Wirkung. Ne? Und wenn man die als Richtantenne haben will, dann muss man sich natürlich noch ein zweites Element machen, mit einem gewissen Abstand. Das wird dann aber auch mit einem Verkürzungsfaktor ausgerechnet. Aber so ist das ein Element und das ist fast Rundstrahlen. Ne? Und das werde ich jetzt mal, die 6 Meter, das 6 Meter Band mal so 4-5 Tage mal richtig abhorchen, ob sich da irgendwelche Aktivitäten auftun. Und wenn das Interessante sind, dann werde ich die mal auch ins Netz stellen. Ne? Denn 6 Meter ist nicht so ein ganz bekanntes Band, ist auch nicht so belaufen. Aber für Kenner und Könner, die wissen, was mit dem Band ist. Nicht? Das ist, man sagt auch, das Mysteriumband. Naja, okay, so war das gedacht. Die Affenschaukel, beziehungsweise, so nenne ich die jetzt hier, Quad-Element, ne? Mal hier mal hochgehen. Ah, da sieht das zu dunkel. Ich hätte jetzt die Lampe mal mitnehmen sollen. Dann sieht man das auch, wie ich das aufgehangen habe. Aber kann man sich ja auch vorstellen, ja? Da oben habe ich dann am Dachfirst habe ich da Sehne dran gemacht, 10 cm lang. Und da dran habe ich dann das Kabel gehangen. Ne? Und auf der Seite genau dasselbe. Und dann kommt das dann da wieder runter, ne? Das wollte ich euch nochmal sagen. Also ihr müsst euch jetzt nicht immer so eine Delta Loop bauen, was da viele so vorschlagen. Diese Antenne, dieser Rahmen, der hat wenigstens ein Drittel mehr Gewinn. Ja? Die sind auch recht rauscharm, die Antennen. Die sind zum Empfang und auch zum Funken, kann man die auch nehmen, ja? Und wer die Möglichkeit hat, der sollte sich, bevor er sich eine Delta Loop baut, lieber so ein Quad-Element bauen. Kann ich euch empfehlen. Weil das dann auch wirklich Sinn hat. Ne? Ja, hätte ich mal eine Lampe nehmen. Aber ich denke mal, das kann man sich schon vorstellen. So, ne? Wie es gedacht ist. Das geht dann unten zu meinem Empfänger. Und fertig. Oder? Und das sind meine anderen Spezies, die ich hier noch hier liegen habe. Die werden ab und zu mal rausgeschoben aus dem Dach, ne? Da kann ich auch einige tolle Sachen mitmachen. So, das nächste, was ich jetzt machen werde, ich werde mir für 10 Meter, also für 28 MHz, das Band werde ich mir jetzt auch so eine Antenne stricken. Ja, aber auch nur als ein Element und werde die mir da hinten hin, da habt ihr hinten noch genug Platz, werde ich die da hinbauen. Ne? Und die Antenne jetzt für 6 Meter, die werde ich jetzt mal eine Woche hier hängen lassen und das 6 Meter Band mal beobachten. Ja? Also kann man sich merken, so eine Loop, eine Delta Loop, eine Oblong, oder ein Quad-Element werden nicht mit Verkürzungsfaktor berechnet, sondern mit Verlängerungsfaktor. Ist immer größer als ein Lambda. Ja, dass ihr euch das mal merkt. Und die haben wirklich, weil, wenn man eine Delta-Loop hat, hat man ja ein Dreieck. Ne? Die Maße, die sind gleich. Ne? Also, was ich jetzt hier als Quad-Hängen habe,
Das sieht dann hinterher nur als, wenn man eine Delta-Loop hat, als Dreieck aus. Bloß diese, wenn das mal als Viereck hat, hat man viel mehr Wirkfläche. Ja? Und deswegen arbeitet die auch besser. Man sagt, also eine Delta-Loop hat ungefähr 0,68 dB Gewinn. Und diese hier, die Antenne, die hat fast einen ganzen dB, also 0,98 dB. Ja? So, mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt, weil ich euch darüber schieben wollte. Bleibt schön weiter am Ball. Was mit Basteln zu tun hat, Hochfrequenztechnik und sowas, ja, das ist eine tolle Sache. So, ein paar Minuten Zeit haben wir ja noch. Habe ich mir mal so einen kleinen Strahler besorgt. Und dann gucken wir jetzt mal mit ein bisschen noch mit Licht. Dann sieht man das vielleicht noch mal ein bisschen besser, ne? Ja. Dann geht das Kabel hier hoch. Da oben habe ich das mit Angelsehne festgemacht. Und da hängt das an einem Viereck dran, ja? Das ist durchgehend alles. Da oben hängt das auch an der Sehne dran. Da sieht man ja, ne? Und so kann man sich so eine Antenne schön stricken. Bloß die Elemente, die müssen ungefähr gleich sein, so, ne? 1,50 Meter oder 1,50 Meter, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt ausgerechnet habe genau. Ja, und dann sieht das dann eben so aus. Ne? Da sieht man das Quad-Element mal im Ganzen. Nochmal. Ich dachte, das hätte jetzt mal Sinn, nochmal ein bisschen was mit Licht zu machen. Weil habe ich vorhin verrissen. Ja, und so sieht das Quad-Element dann aus. Da sieht man das richtig schön, genau. Hat ja doch Sinn gehabt, nochmal runter zu gehen, ja. So wird das dann gestrickt. Und wer ein bisschen Platz hat, wie gesagt, 1,50 Meter hoch und 1,50 Meter breit ist ja nicht viel, ne. Und wer diesen Platz hat, der sollte sich lieber so ein Quad-Element bauen. Weil viel mehr Gewinn. Ja, verstanden? So. Gehen wir noch einmal rund. Ne? Und sehen Aufgang, die beiden Enden. Und das hängt hier wie so eine Schaukel runter. Und damit dieses offene, ups, damit dieses offene dann nicht darunter wackelt, habe ich hier ein Bambusstab genommen, durchgehend. Und was dann hier zu dem Anschluss kommt, weil das ja offen ist, kann das nicht runterfallen und hat auch dann auch wegen der Schwerkraft auch ein kleines Gewicht. Ja? Sieht man nochmal den Anschluss. Ja, wenn das jetzt genau auf Maß, ich werde jetzt mal gucken, ob ich da genau auf Frequenz liege. Aber annähernd kann man das wirklich berechnen. Und wie gesagt, man kann auch ein bisschen dickeren, also normalerweise am besten nimmt man immer so 1,5 Quadrat oder 2 Quadrat, ja, Durchmesser des Kabels. Kann ruhig isoliert sein. Macht nichts, ja. Und hier gucken wir mal ganz kurz mal nochmal auf die Berechnung. Ja, eine Seite hat 1,5 Meter, also 1,51 Meter. Na, kann man sich dann zusammenrechnen. Gerechnet wird das 304 geteilt durch 50,250. Die Frequenz, die man haben will, dann ergibt sich da 6,50 Meter raus, also 6,5 Meter raus. Ja, und dementsprechend kann man die dann bauen. Ja, ist im Grunde für jeden machbar. Gucken wir uns die nochmal von hier aus an. Ja,
So. Und da kann man auch nicht viel bei falsch machen, ne? Dann hinterher mit den Abstimmen kann man da vielleicht noch einiges bringen. Ja. Aber so im Großen und Ganzen kann sich das jeder auch ganz billig realisieren, ne? Richtig dolle Empfangs- und auch Sendeantenne. Ja? So, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt am Ball. Solange ihr könnt, bastelt schön. Und schöne HF-Grüße von Didi. SCL Dortmund 73. Ciao, ciao. Na, eine kleine Lampe.